Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video. Bevor es zum Update losgeht, nee, warte, das hänge ich hinten her. Also, es gab wieder zwei neue Updates, eins am Mittwoch und eins gestern. Und anscheinend ist auch gerade der Soundtrack ein bisschen anders. Also auf jeden Fall gibt es jetzt bessere Grafik, einen neuen Commander, einen Orbital und Deep Space Radar. Crash-Fixes, Landing-Zones-Fixes, ein neues Tutorial im Hauptmenü, Units, achso, Einheiten verlassen jetzt das Gebiet, wenn du da was hinbaust, auf natürlichere Weise, orbitale Vervisualisierung verändert, okay gut, der Satz ist viel zu schwer. Ein anderes Verbindungssystem, wenn man hostet. Energie und Metall. Das Building along the Shoreline. Was? Ach so. So, ja, an der Küstenlinie konnte man Metall und Energie nicht bauen. Aber das geht jetzt wieder. Die AI wird klüger und gefährlicher. Sie benutzt jetzt auch Nukes. Dann gibt es hier Balance Changes, das heißt Battleship HP increased, Range of Fire increased, sehr leicht, Lifetime of the Projectile, also die Lebenszeit der Projektile. Die Orbital Fighter sind jetzt teurer, langsamer, Universal Pose have different moving dynamics. Also die Einheit soll andere Bewegungsdynamiken als ein Flugzeug haben. Es wäre ganz cool, wenn die orbitalen Einheiten nicht stehen bleiben könnten. Das heißt, sie müssten immer um den Planeten herumkreisen. Dann wären es nämlich wirklich Orbit-Einheiten und keine. Tja, also gut, außer sie gehen in den geostationären Orbit. Dann natürlich schon, aber ein geostationärer Orbit. Ich weiß nicht, ob der. Also, dann kann man ja auch nur begrenzt viele Objekte im Weltraum haben, weil sonst klatschen die ja zusammen. Delta 5 Engine Kosten wurden reduziert um ungefähr ein Drittel. Ionen Defense Kosten reduziert. Taktischen Missile Projektile maximale Leben reduzieren. Was? Achso, die maximale Lebenszeit, also ihre Flugweite wurde um 75% reduziert, weil sie zu lang waren. Munitionslebenszeit. Was soll das denn haben? Ammo Lifetime increased for Peltor and Exhibit Target Players created for Hawkins. Ich glaube, Hawkins. Ja, Hawkins ist eine Artillerie, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann gibt es hier noch Minifix, Server Fixes. Und jetzt kann man im Wasser starten. Und die Basisfabriken können jetzt bei den erweiterten Fabrikatoren gebaut werden. Und warum ist hier die Musik ausgegangen? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unerhört. Na gut. Ich bin eh jetzt fertig mit diesem Update-Video. Schade, dass es. Also, was ich noch dazu sagen wollte. Ich finde es selber schade, dass ich gerade nicht so viele Videos bringe. Ich habe derzeit nicht die Zeit und Energie, die Videos zu machen. Es wird aber noch neue Videos geben. Nur wann, kann ich nicht genau sagen. Da muss man sich einfach überraschen lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.